Hallo, meine lieben Freunde. Jawohl, heute sind wir wieder am Berge erklimmen. Aber nicht zu Fuß heute, sondern mit dem Auto. Und wir sind hier mal so eben, ja, rund 540 Meter über Normal Null. Ihr seht hinter mir ein wunderschönes Tal und das Städtchen da, was man ganz unten sieht, das ist Olivia. Und wir sind hier oben auf dem Berg, da ist auch noch das Gipfelkreuz da hinten. Ja, also wir sind richtig hoch. Und das sind natürlich wieder meine Lieblingsstrecken, Kurve an Kurve an Kurve an Kurve. Aber der Grund ist natürlich sehr einfach. Es hat natürlich einen Sinn, warum wir hier durch die Berge eiern. Wir wollen heute zur Cueva de Rull. Das heißt eigentlich übersetzt die Höhle vom Herrn Rull. Denn der Herr Rull hat diese Höhle irgendwann vor langer Zeit mal entdeckt und er ist, wie man das halt so macht, beim Höhleentdecken mit seinem Hund spazieren gegangen und der Hund ist irgendeinem Tierchen nachgelaufen in ein Loch im Fels und war verschwunden und kam auch nicht mehr raus. So, und der Herr Rull hat dann natürlich gewartet und gewartet, das Tier kam nicht und dann hat man halt versucht, so den Eingang größer zu machen, mehr freizulegen und dabei wurde die Höhle entdeckt, die Cueva de Rull. Und wie die dann aussieht, das erfahrt ihr natürlich in diesem Video. Viel Spaß! Hinter mir seht ihr den Eingang zur Höhle. Wir haben unsere Eintrittskarten haben wir schon gelöst, kostet 4 Euro pro Person. Und da kriegen wir jetzt so eine kleine Führung in der Höhle. Dauert ungefähr auch 40, 45 Minuten. Mal schauen, was die Kamera aufnehmen kann. Wollen wir mal gucken, was wir schaffen. Aber ich denke mir schon, die dürfte ganz gut beleuchtet sein. Ja, muss ich dann schon die Frage stellen, was macht der alte Mann hier mit seinem Hund? Ne? Spazieren gehen hier mitten im Gebirge und schon ganz lustig, wie sowas dann doch entdeckt wird und was man da im Prinzip dann nachher draus macht. Also wir haben mit allem relativ Glück, weil es ist natürlich Vorsaison hier irgendwo. Ich kann mir auch gut vorstellen, da ist also auch jeder kleine Parkplatz. Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn hier Saison ist, dann geht es hier ganz gut ab. Also dann ist hier bestimmt relativ gut Betrieb. So. Lassen wir uns mal überraschen, was wir sehen werden in der Cueva de Rull. Thank you.
meine lieben Freunde, ich hoffe, die kleinen Eindrücke der Höhle Cueva de Rull, die haben euch gefallen. Und jetzt hier sind wir wieder auf dem Rückweg und genau, lassen wir das Auto vorbei, dann geht's wieder. Und sind auf dem Rückweg und haben hier so einen kleinen Parkplatz. Und da muss man natürlich so mal anhalten. Denn wenn ihr mal da schaut, dieses Panorama, und guckt jetzt mal da runter, ist ja Wahnsinn, oder? Es ist ja schon eigentlich verrückt. Und wenn du dir jetzt vorstellst, du wanderst da durch dieses Tal, da ist auch noch so ein kleiner Bach, ein kleiner Fluss, und ich möchte wetten, dass es da hunderte von Höhlen gibt. Aber die muss man natürlich erstmal finden. Also das sieht gigantisch aus, richtig wahnsinnig, wie Grand Canyon in Kleinformat. Aber 30 Kilometer weg von Deimos. Wahnsinn, oder? Ist schon toll, was das Land hier an der Costa Blanca doch zu bieten hat. Gut, ihr Lieben. So, ich hoffe, auch das hat euch jetzt hier wieder ein bisschen Spaß gemacht. Und wir sind die nächsten Tage noch unterwegs. Wir machen noch einige Kilometer und werden euch noch so einiges zeigen, ihr Lieben. Also, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Tschüss, euer Uwe.